Herzlich willkommen zur weiteren Folge hier auf dem Marsch. Wir machen weiter, wo wir aufgehört haben. Wir bringen jetzt der Brauerei jetzt das Wasser. So, den Motor starten, ne? Nebenbei werden noch Felder bestellt. Und zwar Feld 3 und Feld Nummer 19. Ich hatte näher vor, noch zu BGH zu fahren, um die Silageballen reinzubringen. Ich habe jetzt hier Helfer zu laufen, weil Kursplay Kurs nicht gespeichert hat. Aber der Helfer macht es ja genauso gut. So. Kurz mal zum Hof. LKW zoomen. Das sind wir ja schon. Bin ich weggefahren? Ne, da steht er noch. Ja, ich habe kurz Pause gemacht, Mittag gegessen und ein bisschen ausgeruht, ne? Immer wieder den Punkt kommen, wo wir aufgehört haben. Und jetzt fahren wir los zur BGH und holen uns Sonnenblendet. Wird nicht gut. Gar nicht gewohnt, mit der Sonne hier zu spielen. Das ist etwas zu blend, also zu hell. Aber mal schauen. Zum Glück mache ich schon sieben bisschen zu. Das war ein bisschen schade, weil die Sonne scheint ja eigentlich so selten normalerweise, ne? Zur Zeit. Vor allem Flieger. Gelandet sind. Ja, das erste Bier ist auch schon gebraut, ne? Wie gesagt, Wasser war das Problem. Wasser war nämlich wieder alle. Wir müssen jetzt, wir müssen mit den Dings verdienen, Geld für die BGH. Quatsch, für die BGH sag ich schon. Für die Malzfabrik. Die brauchen wir auch noch. Aber das sollte kein Problem sein. Darstellen. Ja, Problem. Bisschen Geld fehlt noch. Und da ist halt die BGH erstmal erste Adresse, da wir noch Silageballen haben. Wenn wir hier mal wieder zuschlagen. Dann wenn wir die Balken da hinten wegnehmen, die so wild rumliegen. Sehe 6 Stück. Müssten wir umstellen auf Ballen. Denn nehmen die zwei noch mit. Oder nur einer versteckt. Oder nur einer. Ups, schon uns 5. So. Ja, da sind Blumen. Aber ich fahre, muss noch eine sein. Laut ist. Aber der Titel ist ein bisschen lauter, weiß ich. Der LKW kann ein bisschen reduzieren. Von der Entfernung her. Ansonsten müsst ihr in ein Menü reingehen und ein bisschen die Maschinen-Sounds leiser machen. Aber ich denke mir, die Musik ist eher. Ich kann es ja leiser machen. Ne? Muss.
Müsste normalerweise passen, normalerweise die Outlack ist ja leicht im Gelben, also ansonsten gehe ich direkt in den Steuern rein, bei OBS oder hier über Lars, ja, habe ich ja. Und drottel ein bisschen. So. Hätten wir die Ballen auch drauf, ne? LKW hier lassen. Mal überlegen. Was ich wollte ist noch, ich wollte noch, die Ernte. Die Ernte machen wir kommt vorrang. So, jetzt Abladen beenden und Aufladen beenden natürlich und Z. Jetzt kann er eine Weile arbeiten. Denke ich mal, nochmal kurz aufladen. So, und dann. Alle die meisten im Triggerbereich drin. So. Die Ernte, da brauchen wir den LKW sowieso. Dann nehmen wir einen Anhänger mit, dann suchen wir den dummen Dämlichen her, ne? Wenn wir wissen, wo es ist. Denken wir mal so rum machen hier. So, dann fahren wir mal Richtung Hof. Und da sind ja die anderen Anhänger. Im Grunde brauchen wir noch einen. Ja. Wegen Rüben und Kartoffeln. Kartoffeln haben wir einen Anhänger da und die Kartoffeln. Für die Rüben brauchen wir einen. Dazu mit dem LKW. Dann können wir mal gleich mal eine Fuhre Rübenstützel zur anderen BGH bringen gleich, ne? So. Gas geben. Heute ist der letzte Tag im Herbst, morgen ist Winter. Das heißt dann, dass die Ernte durch sein, ne? Laut Season soll es noch gehen, aber ich möchte vermeiden, dass wir noch Winter ernten. Denn es könnte ja auch mal Schnee kommen, ne? Dann stehen wir da. Dann machen wir eine Düngerproduktion schön im Winter fertig. So, der Anhänger, den Anhänger werden wir gleich hier. Ich glaube, daneben. Den stellen wir daneben. So. Dann gehen wir in der Außenansicht, ne? So, dann muss ich aber hinten abschalten. Abkoppeln. Und zwar. Ja, genau. Jetzt geht's zur. Rübenfeld. Da nehmen wir gleich eine Fuhr Rübenstützel nehmen, oder machen wir das eher im Sommer? Im Winter. Entschuldigung, im Winter. Das machen wir im Winter. Oder mal zwischendurch, wenn die Maschinen arbeiten. Na, dann müssen wir mal arbeiten. So. Ich bin noch nicht ganz munter, weiß nicht warum, aber irgendwie bin ich irgendwie schlapp heute. Frühjahrsmüdigkeit, müssen wir einige sagen, ne? So. Ja. Das sind Mietmaschinen, die müssen eigentlich so schnell wie möglich weg. So, der ist auch voll. Dann nehmen wir gleich mal. Nein. Nehmen wir gleich mal Allrad einstellen, ne? Ich weiß ja gar nicht, ob die Fahrzeuge überhaupt auch Allrad haben, das weiß ich nicht. Wäre sicherlich bei den Feldmaschinen nicht von
vom Nachteil, ne? Wenn wir es könnten, ne? Müsste man eigentlich versuchen, eine Kartoffelwaschstraße einzubauen. Aber aktuell habe ich noch keine mit drauf. Von daher wird es in diesem Jahr nichts werden, aber es wäre eine Option, um mehr Geld zu bekommen dafür. Wenn man hier vorne die Rüben ernten hier. Der Kurs ist übrigens noch geladen, ne? Nehmen wir gleich mit. Das ist Unkraut, ne? Aber das wollen wir nicht haben. Müssen wir die Kurse anzeigen, ne? Anzeigen. Dann ein bisschen besser zu erkennen. Dann kann Kurs vielleicht fahren, ne? Und hier noch mal kurz gucken, ob die Löhne gezahlt werden. Und zwar geht mir hier auf Zahnrad, hier unten im Setting, wieder auf Zahnräder und aktiviert. Mit Lohn gezahlt. Im Grunde einfach. Da muss man nur wissen, wo, ne? So, gehen wir gleich über Kartoffeln. Das heißt, wir laufen noch drüber. Legen wir einen Gang zu. Dann nehmen wir gleich den nächsten Traktor. Ich fürchte ja, dass wieder alles hier voll ist. Ja, ist nicht nur Befürchtung, ist voll. Wer ist fertig? Das ist nur ein Gliese-Traktor. Enger, glaube ich, auch. Weil der hat die Höhe ist nicht so ganz. So, mal ganz gucken mit der anderen Sicht hier, der fertig ist. Ja, der ist fertig. Und dann ist fertig, ne? Ja. Wer hat den besten Preis? Oh, wir fahren mal ins Lager. Wir fahren mal ins Lager, ne? Dazu. Ich werde mal gucken, ob ich mal umrüsten und höher machen kann. Also ein bisschen mehr reinkriegen. Dessen fahren wir zum Lager und dann Traktor fährt sich viel besser wie ein LKW. Gut, für ein Feld machst du sein, ne? Wir verkaufen ja alle Ruhe im Winter nachher. Dann wollen wir hier uns keinen Stress machen. Wegen Kartoffeln. So, noch die Zeit nicht rück. Läuft auch noch? Auch noch läuft, ja. Gut, das ist dabei so verrückt. Dann rede ich von einer halben Stunde und dann umsonst, ne? Na, umsonst ist es nie. Aber wenn keiner zuhören kann, ne? Ist das blöd, ne? Jo. So, geht ab zum Lager und dann Zeug zum Feld. Und immer sehen, dass wir hier irgendwo eine Straße bauen. Müssen wir hier im Winter ein bisschen Terraforming machen und so. Oder zum Frühling, wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben. Da hat uns voll Zaun gefahren.
gesagt, die Kühe müssen morgen früh versorgt werden. Also morgen früh müssen sie. Kann kommen, was will. Umrüsten können wir erstmal leer. Mann, ich finde es ein Blödsinn hier, aber gut, machen wir es zumindest mal, ne? Mit LS geht nicht alles so realitätsnah. Mit der Pappenreiste, dann hast du aber einen tollen Spaß. Da geht nichts mehr. So, wir rüsten das um. Und zwar etwas höher. Dass wir ein bisschen mehr reinkriegen. Wir haben ja ein bisschen Luft gehabt da oben. Ja, da kann man durchfahren. Kann sein, dass beim Geleast nicht funktioniert, aber mal sehen. Da soll nur Anhänger gemacht werden. Das Tankstelle. Das geht nicht. Reparieren können wir. Dann fahren wir zum Händler, ne? Ach, das man nicht. Wo wir eher so neun. Das wäre auch nicht schlecht für die Kühe, ne? Normalerweise, ja. Ja. Der Latern hat Kollision, ne? Da sollte man nicht gegenfahren. Hab ich gesetzt. Ja, dann ist es leer, voll. Unser Rühmfutzi ist voll. Halt mir einen Trab heute hier. Aber nächstes Jahr ein bisschen besser, da kommt ja die Ernte mehr gestaffelt. Hoffe ich jedenfalls, dass die Gerste und Weizen ein bisschen früher kommt. Und dann haben wir ein bisschen mehr Spielraum, um das andere auszuschaffen. Ne? So, liebe Schauer, das soll es vorher gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann sage ich hier mal Tschüss und Winke Winke. Ciao, ciao. Ja, hoffentlich sehen wir uns dann vielleicht in der nächsten Folge wieder. Tschüss. So.